So, und da sind wir dabei, The Forest. Und ich habe hier ein paar Minuten gewartet. Und jetzt dürfte es weniger laggen. Ach ja, das haben wir in der letzten Folge ja angefangen. Wird wohl erst am Ende der Session fertig gemacht. Gut. Fahren wir doch erstmal wieder zurück. Was mir jetzt gerade ein paar Sorgen bereitet, ist halt durch die Diät. Da müssen wir ja immer so das machen, dass wir nie einen vollen Magen haben. Das ist richtig blöd, ne? Noch blöder ist ja, damit wir halt nicht verhungern, müssen wir ja trotzdem sehr viel essen. Essen. Ne? Das heißt, es macht im Grunde keinen Unterschied. Außer wir werden uns immer nur dann, also bis zu der Stelle vollfuttern, wo wir halt am Mittelpunkt sind und immer nur dann essen wir wirklich nichts mehr haben. Dann müssen wir nämlich nur noch die Hälfte essen. Dann könnten wir vielleicht abnehmen. Müssen wir mal gucken. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum mache ich das bitte so und mache nicht einfach dort die Mauer weg. Naja. Wahrscheinlich, weil das da mehr Sinn macht hier. Nee, macht auch keinen Sinn, weil ich jetzt gerade sagen wollte. Ach, das wird auch nicht fertig. Gut, gucken wir mal ins Inventar. Moderne Axt. Werde ich mal eben hier ein bisschen rumschieben. Ich guck mal gerade, wie viel wir schon abgenommen haben. Gar nichts. Naja, war ja klar. Moment mal. 73% Hunger? Das sieht für mich nicht nach 73 aus. Und warum bitte Prozent von dem Hunger? Wieso nicht die Prozent von dem Mageninhalt? Macht doch viel mehr Sinn. Und da hinten läuft schon der Erste. Nee, echt, warum bitte Prozent von dem Hunger? Die Logik muss man mir mal erklären. Na, ich hoffe mal, die Entwickler ändern das in irgendeiner Art und Weise. Weil du kommst ja auch nicht irgendwie an und sagst dann, ja, ich habe jetzt so und so viel Prozent Hunger. Wie viel Prozent habe ich jetzt eigentlich, wo mein Magen eigentlich leer ist? 81. Ja, genau, ich kann einfach noch weitermachen. So reicht mir das eigentlich. Ja, ich wechsle mal zum Katana. Da wir jetzt eh nicht am Bäume fällen sind. Ist das, denke ich mal, viel schlauer. Ist auch gerade voll ruhig. Also bis auf das Grillenzirpen. Was schon leicht nervig wird. So, habe ich denn was in den letzten Tagen gemacht? Eigentlich nichts Großartiges. Ich bin wohl letztens auch dem The Forest Forum beigetreten. Nur um dort mal zu gucken, ob jemand denn dort, wo ich wohne, wohnt. Keine Antwort. Okay, das war super. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ich habe da eigentlich nur geschrieben, ja, Leute, ich habe da in meinem Let's Play ein Haus mitten im Meer und ich habe da dieses coole Boot, das habe ich umgebaut. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Wenn mir dann keiner antwortet, ist das natürlich ein bisschen blöd für mich. Ich will natürlich wissen, ob die das auch machen. Hier läuft nur einer herum und dann alles vorbei oder was? Oh, ich muss mal eben hier Fenster zumachen. Da scheint das Licht zu sehr durch. Das geht gar nicht. So. Jetzt sehe ich hier viel mehr. Und wie hier halt so gut wie nie Bäume wiederhergestellt werden, aber dort vorne immer. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Was war das? Ah, die sind hier. Da ist einer in der Falle. Frage ist, lebt er? Antwort ist jetzt nicht mehr. Der hat sich darin wohl verglitscht. Ich habe mich schon gefragt, wann wir die Schreie wieder hören. Aber ich habe gerade einen gehört. Boah, ich mag das überhaupt nicht, wenn der immer so einen leeren Magen hat. Ja, schon besser. Aber wenn die so blöd sind und da einfach reinlaufen ohne Grund. Der hat jetzt halt wirklich gar keinen Grund, dahin zu laufen. Was war denn da, dass da so wichtig ist, dass er dahin muss? Eigentlich gar nichts, ne? Eigentlich gar nichts. Oh, ich habe immer noch zu viel Hunger. Ich kann es halt nicht leiden, wenn dort unten immer Hungry steht, aber das wird da jetzt zwangsweise stehen. Ich kann mit dem Kerl nicht abnehmen. Es geht nicht, da wird immer wieder Hungry stehen. Aber ich halte das nicht aus, wenn die Anzeige nicht voll ist. Da fehlt dann was. Und ich wollte gerade schon sagen, es ist eine schöne Nacht hier und dann kommt da schon wieder einer angerannt. Die Typen, die wollen einem alles vermiesen. Ja, da kommen die nächsten. Alles Jeffreys. Und die gehen alle zu der einen Ecke dort vorne. Mal wieder. Da sollten wir mal Fallen aufstellen. Wenn die dorthin gehen. Oder auf jeden Fall dort das so hinziehen, dass die da nicht weiter können. Ja, das haben sie gemerkt. Und getroffen. Aber ich habe die nicht getötet. Das haben die überlebt. Und kommen jetzt rüber. Na, dankeschön. Warum ist der schwarz? Ja, okay, scheinbar haben sie Angst. Dann gucke ich mal, ob der letzte, der da hingefallen ist, auch wieder kam. Nee. Den haben die hier liegen lassen. Ja gut, dann stellen wir eine Falle auf.
Dafür muss ich aber den Weg hier gehen. Wir müssen nämlich erstmal hier hochkommen. Aber das ist eine richtig gute Idee, dort eine Falle aufzustellen. Wir lassen den da einfach jetzt runterfallen. Und dann sollen sie mal sehen, wie sie da reinkommen. Ja, ich gehe besser. So. Ich würde da gerne durch. So, versucht jetzt mal da hinzukommen. Denke nicht, dass ihr da einfach so hinkommt. Ohne Probleme. Es sei denn, ihr seid schlau und geht hier drauf auf die Teile. Dann kommt ihr da leicht dran. Habe ich übrigens auch nicht bedacht. Aber die sind leider nicht so schlau. So, beim roten Mann, da haben wir uns ja letztens gefragt, wo der denn blieb. Und dann bin ich ja darauf gekommen. Liegt vielleicht daran, dass ich den schon mal getriggert habe und der dann nicht kam. Ja. Ich habe auch noch ein paar Internetrecherchen da geführt, ob man den noch woanders finden kann. Aber ich habe da nichts gefunden. Bis jetzt. Also falls ihr da irgendwelche Hinweise habt, könnt ihr die gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich weiß allerdings noch nicht mal, ob die Folgen mit dem roten Mann bis jetzt rauskamen. Also für mich. Ich glaube, heute kommt erst die erste raus. Also ich habe ja eigentlich nur eine einzige Folge zum roten Mann gemacht, aber ich habe halt ein bisschen gesucht. Und dann habe ich mich umentschieden, aber ich war auf dieser komischen Jagd. Ja, vielleicht sollten wir das doch weitermachen, dann haben wir das hier nämlich noch drin. Ich meine, hier müssen die jetzt über Steine drüber. Das käme ja blöd. Ich kann das leider auch nicht mehr greifen und dann woanders hinziehen. Das wäre ja auch ein cooles Feature. Ich kann das nur wegmachen. Ja, dann lassen wir das erstmal hier draußen. Aber ich will das hier auf jeden Fall noch zu haben, dass die da nicht weitergehen. Die sollen ja eigentlich generell nicht hinkommen. Die kommen hier jetzt gleich wahrscheinlich, weil die hier hingerannt sind. Und wir müssen gleich nochmal ein paar Seile holen. Könnten wir eigentlich jetzt schon machen. Ja, komm, machen wir jetzt. Eben kurz rüber. In 5 Tagen kommen übrigens da die Updates. Oder das Update, wohl eher. Mal sehen, was die da alles reinpacken. Hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Vielleicht kriegen wir ja wieder was Tolles. Wie zum Beispiel Wölfe. Aber so wie ich die Entwickler kenne, würden die das doch nie machen. Nee. Für mich gibt es keine Wölfe. Als wenn man mir das einfach so geben würde. So, die kanadischen Gänse hier, die hier rumfliegen, die müssen wir noch töten. Okay. Ja. Wo? Wo ist der Kerl?
schreit erstmal. Hey, wo ist der? Ist der da oben? Ist der da unten? Wo bist du? Hier hat er geschrien. Hier schreit er auch wieder. Ich glaube, der ist echt da oben. Gucken wir mal. Können die da oben spawnen? Das interessiert mich jetzt. Nee, der ist hier nicht. Aber ich höre ihn hier wieder. Wo kommt das her? Von dort unten? Junge? Ey, manchmal ist das näher, manchmal weiter weg. Alter. Da ist er. Was hat denn der da unten gemacht? Der kam auf jeden Fall nicht zu uns rüber. Ist das überhaupt derselbe? Der hört sich anders an. Jetzt sind da zwei. Ja, was macht die hier? Hallo, ihr ertrinkt da drin. Ich habe eh keine Muni. Und auch keine Ohren. Aber Molotow-Cocktail. Ja gut, ich könnte die auch mit Pfeilen beschießen. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Hat den super genervt. Jetzt guckt er mich an. Bringt das überhaupt was? Können die überhaupt hier in Flammen aufgehen? Ja, können die. Aus irgendeinem Grund. Ja, werf deine Waffe erstmal weg. Der versucht zu rennen. Ja, er sieht's, wenn ich auf ihn ziele, oder was? Erstmal wegrennen wie ein Verrückter. Ja. Ja, dafür sind mir jetzt meine Pfeile zu schade. Aber warum hat der hier einfach nur rumgeschrien? Wie bescheuert war das denn? Und mehr nicht. Übrigens, den Hole Cutter haben die ja auch hier aufgebessert. Habe ich noch nie die Chance gehabt, den zu benutzen. Jetzt kann ich den drehen. Wow. Das macht einen Unterschied. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die nicht auf ihre erbauten Teile da gehen. Auf ihr Ausgucksachen da. Ich meine, die stehen hier ja nicht ohne Grund. Die sollten die auch einsetzen. Jetzt läuft der da hinten rum. Also wenn es die Teile gibt, soll man die doch bitte auch benutzen. Weil ansonsten ist da kein Sinn hinter. Dann brauchst du sowas auch nicht. Also das würde ich mir wirklich mal für ein Update wünschen. Warum kommen die Sounds jetzt wieder so spät? Okay, jetzt kommen sie wieder. Richtig. War gerade ein Kannibalengeräusch. Dieses.
Dieses komische Brummen. Bringt uns der Pedometer denn eigentlich was? Also, wenn wir hier jetzt trainieren. Das müssen wir mal gucken. Der zählt ja unsere Schritte. Aber vielleicht macht er auch noch andere Sachen. Ich meine, der ist ja eigentlich ursprünglich für sowas gedacht. Nee, der zählt nur Schritte. Vor allem, das zählt erst als Schritt. Wenn du langsam, nee, wenn du rückwärts läufst, dann zählt er deine Schritte komisch. Vor allem kann die Zahl ja gar nicht stimmen. Ich bin ja schon viel, viel länger gelaufen. Das kann nicht erst 1 Kilometer oder so sein. Aber mit dem Pedometer könnten wir ja im Grunde ausrechnen, falls der denn überhaupt richtig funktioniert. Denn ich glaube auf keinen Fall, dass das irgendwie nur 1 Kilometer ist, den ich hier bis jetzt gelaufen bin. Damit könnten wir ausrechnen, wie groß denn diese Insel ist, wenn wir einmal ganz drumherum laufen. Ist auch ganz interessant. Sollte man mal gemacht haben. Hat, glaube ich, auch noch keiner. Also, das wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Wie groß ist die Insel in the Forest? Machen wir darüber ein Video. Naja, Ideen für später. Gut, aber ich würde erstmal sagen, hier leckt's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.